Es ist mal wieder soweit, wir spielen Mogeko Castle, das abgefuckte RPG-Maker-Game, ahai. Es geht. Wir spielen Mogeko Castle weiter, wie ich gerade sagte. Ich habe auf Continue gedrückt, aber es... Ah, okay, es geht weiter. Ach ja. Wir sind hier stehen geblieben. In diesem abgefuckten Ort, wo ich immer noch ein bisschen Sorge habe, irgendwie weiterzugehen. Freunde, es ist weiterhin ein RPG-Maker-Spiel, das ist weiterhin komplett abgefuckt. Ihr freut euch in den Kommentaren immer, wenn ich, weiß ich nicht, verrückte Dinge sage wie Prosciutto! Habe ich gerade Prosciutto gesagt und es kam Musik? Oh, okay. Ich denke, Prosciutto ist so lecker und es... Es bringt... mein Hirn wird zu Fleisch? Bitte mich! Aber ich esse so viel, so much every meal, dass ich mich übergeben möchte. Kannst du nicht einfach aufhören? Nein, danke. Okay. Gut. Da sollten wir auf gar keinen... Nein! Da waren wir doch schon drin, Yannick. Ich will das nicht nochmal hören. Ich will das wirklich nicht. Wirklich. Nee, das waren so eklige Geräusche, die muss ich nicht nochmal hören. Wirklich. Wenn ich es schon gehört habe, I don't need to hear it another time. Please don't. No. So, weiter geht's. Wir mussten immer noch nicht den Schlüssel einsetzen, deswegen bin ich immer noch ein bisschen gespannt, wann das kommt. Es fühlt sich an, als ob es uns beobachtet. Werden wir hier gleich wieder verfolgt? Sieht so aus, als ob es uns angucken würde. Hi. Ich speichere mal wieder zwischendrin. Du wirst Bescheid. Können wir den jetzt eigentlich auch umbringen? Anscheinend nicht. Der Frozen Joghurt ist sehr lecker. Das meine ich ernst. Okay. Der sagt auch nichts. Hier sind komische Gebälde wieder, aber nur mit einem Auge diesmal. Alright. Go for it. Da ist Blut. Blut ist in diesem Spiel ein gutes Zeichen. Wir sollen zum nächsten... Das war der Stock? Sie ist gegangen, Mogge. Mogge, ja. Wenn sie so weitermacht, dann wird alles genauso wie Mogge geplant. Why? Don't. No. Dritte Flur, hier kommt Defekt Mogeko. Der defekte Mogeko? Auf dem dritten Stock. Alright. Here we go. Oh, wieder eine alte Erinnerung. Schau doch mal an. Liegt da einer auf dem Boden? Bruder. Wo bist du nur hingegangen? Du bist jetzt weg für Tage. Ich mach mir Sorgen um dich. Wenn dir irgendwas passiert ist. Was kann ich tun? Bruder. Oh. Traurig. Vielleicht ist er ja auch tatsächlich hier gelandet. Wo das irgendwie ein bisschen komisch wäre. Weil eigentlich hat er uns ja eingeladen, nach Hause zu gehen. Wen haben wir hier? Mein Freund ist an einer Heuallergie gestorben? Nein, an einem Fieber? Mindstrone. Die kennt man bestimmt aus irgendeinem Anime oder Spiel oder sonst was. Ihr wisst das mehr. Aber wie geil ist der Pinguin da unten? Das bin einfach ich. Vom Anime Ice Cream. Ice Cream. I see. I'm fucking afraid. Okay. Mach die Kamera aus. God Porn. Okay, er hat hier... Okay, er hat einfach drei komplette Kallax-Regale von Ikea voll mit pornografischen Inhalten. Ach so. Okay, wenn sonst nichts ist. Oh, guck mal, der ist am Schlafen, wie süß. Möchtest du mit mir schlafen? Klar. Yonaka hat eine süße Nacht verbracht mit dem Mogeko. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe nicht erwartet, dass das so unproblematisch
vonstatten geht. Hm. Okay. Da oben ist ein Bild. Sieht man das? Nein, wir finden nur Porn. Alright. Dann nur Porn. Interessant, dass da nichts passiert ist. Ich habe die ganze Nacht immer Albträume. Wo ich ein... Was? Wo ich irgendwas buddel und dann angeschrien werde. Dicke Pitfall. Wir haben Prosciutto bekommen. Natürlich. Kann man hier unten auch rein? Na klaro. Da ist anscheinend was, weil da ist ein Pfeil. Warum sind die voll mit irgendwelchen komischen Warte, was ist das da für eins? Wir haben ein dickes, schweres Buch bekommen. Defect Hunting. Lass uns das mal anschauen. Wir Mogekos sind eine einzelne Entität. Alle Mogekos sind eins vom Ende bis vom Anfang bis zum Ende. Aber in den letzten Jahren sind Defekte observiert worden. Die denken anders als wir Mogekos und die sind unsere Feinde. Okay. Die könnten vielleicht eine Gefahr sein für das Mogeko-Königreich. Wenn einer gefunden wurde, muss man ihn sofort entsorgen. Die haben nämlich eine ganz große Kraft. Was liest du denn da? Jetzt kannst du nicht rennen. Nein, das kannst du nicht. Nein, nein, Mogge, du kannst jetzt nicht mehr wegrennen. Jetzt ist die Spielzeit um. Okay, ihr Bastarde, jetzt ergreift sie. Was? Was macht ihr? Bleib einfach still. Wo bringen wir sie hin? Wir sollten sie in eine Zelle bringen oder so. Er ist sowieso schon da drin. Wir haben noch eine Menge leere Zellen, oder? Und der Typ ist ja angekettet. Okay, wie du möchtest. Also, wir werden Yonaka wegbringen und dann in einem Meeting besprechen, wie wir mit ihr spielen werden. Au! Hey, wo ist das? Lass mich raus, was zur Hölle? Komm schon! Boah, Gott, bist du laut. Weißt du, wie spät es ist? Hä? Ist das der Defekt? Bist du diejenige, die mich hier dran stört zu schlafen? Wer bist du? Oh Gott, wie süß. Ha? Ich bin Yonaka Kurai. Ha. Und was machst du hier? Die Mogekos haben mich gefangen genommen. Ha. Du bist auch ein Mogeko, oder? Ja, aber auch nicht wahr. Hä? Ich bin ein Defector. Ich bin ein bisschen anders von dem ganzen Rest hier. Also wie das Buch erzählt hat? Du siehst menschlich aus, oder? Was hat dich hierher gebracht? Ich hab mich hier einfach wiedergefunden. Ach, das ist wirklich sehr, sehr unschön. Was ist denn los mit dem Typen? Warte mal kurz. Die haben gesagt, die werden mich in eine andere Zelle bringen. Warum wurde ich hier mit dir reingebracht, Mr. Defect Mogeko? So, nennst du mich? Naja, ich denke, das funktioniert. Naja, es ist so, das sind halt einfach Arschlöcher. Die haben einen Fehler gemacht. Also Dummköpfe. Die haben einen Fehler gemacht. Ja, es sind Mogekos. Natürlich haben die einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich weiß, was er damit sagen will. Ich gebe dir den Ratschlag und gebe dir den Hinweis, den Tipp, dass du von dieser Burg hier so schnell wie möglich wegrennen solltest. Wenn ich könnte, dann hätte ich es doch schon längst getan. Der Somewhat Strange Mogeko auf dem ersten Flur hat, mir gesagt, dass ich ganz nach oben soll, um wegzukommen. Naja, er liegt nicht falsch. Wenn du ganz nach oben kommst, dann wirst du zu der Welt kommen, zu der du möchtest. Also ist es wahr. Hast du dem nicht geglaubt, was er gesagt hat? Naja, ich dachte, er verarscht mich vielleicht. Naja, kann ich dir nicht übel nehmen. Er und die ganzen anderen sind ja trotzdem am Ende Mogekos. Naja, viel Erfolg. Wie du sehen kannst, bin ich angekettet. Die werden mich hier festhalten, um mich morgen umzubringen. Umbringen? Du hast mich gehört. Was? Was hast du erwartet? Ich bin Defector. Solltest du nicht wegrennen? Ach, ich habe lange genug da mich gegen gewehrt. Und ich krieg das Ding hier sowieso nicht ab. Ein Ball und eine Kette. Wenn dieser Schlüssel nur funktionieren würde. Hey, du! Was ist denn? Wo hast du den Schlüssel her?
Hä? Von dem vorherigen Stockwerk. Ich hab den von der Prosciutto-Fee. Okay, ich sehe. Ja. Mhm. Lass mich den mal kurz ausborgen. Jetzt haben wir den einfach an unserer Seite. Ha, hier kannst du ihn zurückhaben. Du hast ihn abbekommen? Danke, Miss. Ich bin jetzt frei. Wegen dir. Und jetzt ist mir langweilig. Ich werde dir helfen. Ha? Weißt du, mit deinem Fluchtplan. Cool. Das feiere ich. Defekt Mogecko. An unserer Seite. Das Einzige, was wir jetzt nicht machen konnten, ist uns oben noch in den anderen Räumen umgucken. Das ist ein bisschen schade. Das hätte ich tatsächlich gerne noch gemacht. Ich wurde hier reingeschmissen, as a heretic for making a girlfriend. Weil er, was? I don't know. Ich möchte nicht sterben. Wir werden morgen exekutiert. Leckeres Prosciutto. Wir sollten Prosciutto... Nehmen wir ihm auch weg. Nehmen wir dir weg. Sonding. Du kriegst kein Prosciutto. Ich glaube, wir werden ein ganz schlimmes Ende haben, weil wir dem all die Prosciutto mal wegnehmen. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich mag Prosciutto einfach nicht. Ich wollte einfach ein bisschen mehr Sachen in meinem Pepperoncino. Mann, oh Mann. Oh, hier ist auch wieder ein Prosciutto. Was ist überhaupt so toll an Frauen mit Brillen? Ha, okay. Pork Rame ist einfach ein bisschen eklig. Alright. Red Pepper's just way too spicy to be any good. Also rote, Dings ist einfach viel zu scharf. Fluff? Wie süß ist er denn? Mega cute. Der kleine Fluffball. Okay. Die sehen ein bisschen energischer aus als sonst. Keine Sorge, die werden nicht rauskommen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Was zur... Crunch, munch, munch, munch. Die Zähne von hunderten von verrückten Mogekos sinken in das Fleisch von Yonaka und reißen es laut auseinander. Wild. Okay. Das dritte schlechte Ende. Meat Party. Fleisch Party. Gut, wir werden das nicht erneut drücken. The more you know. Alright. Abgefuckt. Heilige Scheiße. Das war sehr, sehr wild. Hier lang. Wo gehen wir lang? Wir werden in die nächste Etage gehen. Dauert ein bisschen. Die Treppen gehen nur bis zur zweiten Etage. Ah, okay. Ich habe die Leiter hier hochgenommen. Warum haben die keine Treppen gemacht? Keine Ahnung, die sind dumm. Haben wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht. Warum war da so viel Blut? Da fragt keiner drüber. Okay. Warum sind wir so langsam? Achso. Ach Gott, das gibt mir immer wieder eine Gänsehaut. Zum Glück ist es einfach nur eklig und nicht gefährlich. Wir sollten einfach weitergehen. Okay, wenn jemand schon sagt, es ist nur eklig und nicht gefährlich, dann wird es hundertprozentig gefährlich sein. Was für ein Gestank. Fühlst du dich schlecht, Missy? Wir müssen jetzt wahrscheinlich so ein bisschen puzzelartig den richtigen Weg finden. Ich habe sowieso nichts anderes zu tun, deswegen werde ich dich hier rausbringen. Das ist aber nett von dir. Wie selbstlos.
Es ist so, als ob sich's immer weiter erweitert. Genauso wie mit uns Mogekos. Deswegen kommen immer neue von denen, okay? Ist ganz schön lange her, dass ein normaler Mogeko hierher gekommen ist. Naja, was hat mich defekt gemacht? Das werde ich dir später erzählen. Ja, irgendwas muss ihn ja verändert haben. Mehr oder minder. Wird dir schwindelig? Keine Sorge, du kannst dich hier nicht verlaufen. Es gibt nur... Ah, okay. Es gibt also anscheinend wirklich nur einen Weg. Als ob ich da in der Ecke rumlaufe. Ich mag auch Prosciutto selber. Ich sehe es kommen, am Ende wird er doch weird. Und beißt uns einfach ins Bein. Es gab eine Parasiteninfektion, die durch die Burg gegangen ist. Und das ist auch so mit Prosciutto. Deswegen sind 70% gestorben. Mir ging es allerdings gut. Aha. Bist du schon müde? Wir sind gleich da. Mein lieber Freund, einfach geradeaus. Aber das sind trotzdem Mogekos, oder? Ja. Naja, lass uns einfach gehen. Du bist hier. Lang nicht gesehen, Blutspirit. Der Blutgeist. Ich hätte nicht gedacht, dass du am Leben bist. Naja, ich wurde dazu verurteilt, umgebracht zu werden, aber dieses Mädchen hier, das... Ich sehe, okay. Also in kurz, ihr möchtet jetzt in die nächste Etage. Ja. Okay. Seid vorsichtig, du weißt, was dich hier erwartet. Ja, weiß ich. Mein Gefährter wird euch dorthin bringen. Dank für die Hilfe. Mädchen. Ja? Ich werde für deine Sicherheit beten. Ach du Scheiße. Können wir mit ihm noch irgendwas machen? Gehen wir auf die nächste Etage. Du bist so spät, Yonaka. Und ich bin direkt nach Hause gekommen. Yonaka ist immer noch nicht zu Hause, oder? Ah, okay. Aber ist schon in Ordnung. Sie wird zurückkehren. Oh ja, das wird sie. The fuck? Der dritte Flur. The Dictatorship of Mogeko. Die Diktatur des Mogeko? Well, I guess? Mhm. Es macht mich froh. Es macht mich froh, dass du in Sicherheit bist, Bruder. Es macht mich froh. Es macht mich froh, dass du sicher bist, Bruder. Macht mich froh. Es sieht so aus, dass er gestorben ist, während er sich gewarpt hat. Aha. Hä? Okay. Gut. Freunde. Wir haben blutige Räume gesehen. Wir wurden von extrem vielen Dingern zerfleischt. Ich glaube, das ist genug für heute. Wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Euer Brain. Tüdelümedü.